Aushänge könnten interessant sein. Also hier gibt es verschiedene Sachen. Kann ich nichts öffnen. Hey! Mal, die Frau war doch gerade eben dabei. Ach, das ist das. Das ist das Bordell, glaube ich. Ups. Kein Arzt gesehen. Verschlossen. So. Hier unten konnte man auch rein. Ach, Tod und Teufel, das war aber dicht am Leder. Heder, Wirt, bring Schnaps. Triss Merigold, da sollen mich doch die Läuse beißen. Du siehst bezaubernd aus. Vielleicht ein bisschen blass? Zaubern kann anstrengend sein, aber ich bin bald wieder in Form. Schön, dich zu sehen, Zottelbart. Erzählt ihr uns mal, was hier los ist. Ihr wolltet doch vor einem Monat zu Sultans Hochzeit gefahren sein. Was macht ihr hier? Ist alles den Bach runtergegangen. Vergiss die Hochzeit. Habt ihr von Foltest gehört? Gerüchte reisen schneller als der Wind. Ich würde gern die Wahrheit erfahren. Winde und Gerüchte interessieren mich nicht. Wie ist Foltest gestorben? War der wirklich ein Drache? Wer regiert in Temerien? Luft holen, Rittersporn, du verschluckst dich noch. Das ist schade mit diesem Brummen von dem Mikro. Ich brauch dringend mal ein anderes. Naja. Oder? Ja, es reagiert auf meinen Controller. Triss, erzähl, wer jetzt regiert. In solchen Sachen bist du Expertin. Das Land stürzt in immer größeres Chaos. Die alten Geschlechter haben einen erbarmungslosen Machtkampf angezettelt. Klingt nach Baron Kimbold und Graf Maravell. Die auch. Nach dem Mord, als Geralt im Gefängnis saß, trafen sich die Mächtigen bei der Burg der Lavalettes, um einen neuen Herrscher zu küren. Es dauerte 3 Tage. Sah eher nach Jahrmarkt aus als nach einer aristokratischen Beratung. Dieses Geschacher mit Ämtern, Posten, Einfluss und Privilegien. Menschen eben. Es gab einige Duelle, ein paar Vergiftungen, aber keinen neuen König. Stattdessen um ein Haar einen Bürgerkrieg. Was war mit den Zauberern? Eben, wo waren die grauen Eminenzen dieser Welt, als sie gebraucht wurden? Waren nicht eingeladen. Ich übrigens auch nicht. Aber die Zauberer, besser gesagt einige einflussreiche Zauberinnen hinter den Kulissen, wussten die Krönung von Graf Kimbold zu verhindern. Ich habe mal an seinem Hof gesungen. Er hat nicht bezahlt und den reinsten Schweinefraß aufgetischt. Wenn der König wird, verdufte ich aus Temerien. War's wie immer oder ist was dabei rausgekommen? Es war wie immer. Die einzige Hoffnung ist Johann Natalis. Der Sieger von Brenner, Foltests Vertrauter. Mhm.
Während der Beratungen war er ein paar Tagesreisen von der Burg entfernt, mit 2000 Mann unter Waffen. Er soll den Frieden garantieren, bis ein akzeptabler Monarch gefunden ist. Das Herrschen könnte ihm gefallen. Glaub ich nicht. Natalis ist Soldat. Er hat weder das Zeug zum Herrscher, noch will er einer sein. Aber er hat die Armee hinter sich. Richtig. Darum ist er imstande, Frieden zu garantieren. Einen bröckligen zwar, aber immer noch besser als Bürgerkrieg. Außerdem ist er enorm verschuldet bei der Zwergenbank, deren Haupteignerin Philippa Eilhard ist, eine Zauberin. Schluss jetzt mit Politik. Der Mörder hatte im Turm auf Foltest gewartet, wo die Lavalettes die Kinder versteckt hatten. Er wusste gut Bescheid. Was hast du denn dort gemacht? Ich sollte den König beschützen. Seit dem ersten Anschlag hat Foltest mich als seinen Talisman betrachtet. Er befahl mich für die Schlacht an seine Seite. Dann trennte der Drache uns von der Armee. Der Königsmörder war als blinder Mönch verkleidet. Er ließ den König die Kinder begrüßen, wartete, bis ich mich ein Stück entfernt hatte, und schnitt ihm dann den Hals von einem Ohr zum anderen durch. Wie konnte er entkommen? Er sprang aus dem Fenster in den Fluss, wo Jorvetz Skojatel auf ihn warteten. Alles durchdacht und vorbereitet. Und deshalb verfolgst du ihn? Weil er den König getötet hat? Man hat mich dieses Mordes bezichtigt. Von dem Verdacht muss ich mich reinwaschen. Und ich habe ihm in die Augen gesehen, bevor er floh. Er war ein Hexer. Dann erschienen die tapferen temerischen Soldaten. Ich bekam eins übergezogen und verlor das Bewusstsein. Leute! Rette sich, wer kann! Das Ungeheuer greift an! Wir sollten besser gehen. Da wirft jemand Zauber. Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Jennifer. Hörst du nicht? Warum hast du ihm nicht geholfen? Er lebt doch. Das Ungeheuer will ihn mit sich reißen und du glotzt wie die Kuh vorm neuen Tor. Hüte deine Zunge. Also, wo ist dieses Ungeheuer? Frag die da. Geralt. Schon klar. Wir haben uns gekannt. Na prima. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagen wir, ich habe schon von dir gehört. Hexer, das Ungeheuer hätte Sosek um ein Haar auf den Grund gezogen. Willst du hier herumflirten? Sosek lebt und geht jetzt auch bestimmt nicht mehr unter. Vom Ungeheuer keine Spur. Nimm uns gefälligst ernst, oder es gibt bald von dir keine Spur mehr. Dieses Gefasel ist unerträglich. Verschwinde! Immer dasselbe. Um den kleinen Mann schert sich keine Sau. Verzeihung, wenn ich störe. Ich bin Ludwig Merse, Flotsams Zuständiger für Monsterprobleme. Und ich wüsste gern, ob die Herrschaften sich vielleicht des Kairans annehmen würden, einer scheußlichen Bestie im Fluss, die den kompletten Handel lahmlegt. Nun, Hexer, arbeiten wir zusammen? Üblicherweise arbeite ich allein. Aber ich war zuerst hier und trete diesen Auftrag nicht an dich ab. Also hopp oder top, wie die Leute hier sagen. Also gut, ich mach mit. Wegen der Belohnung. Bitte handelt sie mit den Kaufleuten bei den Docks aus. Die Herrin de Tankerville hat wohl schon erste Verhandlungen geführt. In der Tat. Dann will ich nicht weiter stören. Triss, wie lange soll ich denn noch warten, bis du mich vorstellst? Sheila de Tankerville, Beraterin der Königin Soleika von Kovir. Kovir liegt weit im Norden. Das stimmt. Ich hatte meine Zweifel, ob dieser Kairan eine solche Reise wert wäre. Aber nach dem heutigen Auftritt bin ich überzeugt davon. Suchst du hier Ingredienzen? Triss Merigold, scharfsinnig wie immer. Ihr dachtet an... Trollaugen, Ghoulgift, Jungfernblut. Alles grässliche Wundermittel, die man von aussterbenden Gattungen extrahiert. Wir werfen sie zum Sabbat in den Kessel. Stimmt's, Triss? Absolut.
Jungfrauen sind eine aussterbende Gattung. Immer noch einen Witz wie ein Rasiermesser. Aber Scherz beiseite, hast du diesen Tentakel gesehen? Was hältst du davon? Das Vieh muss riesig sein. Bestimmt hat es in einem Zufluss des Ponta gehaust. Jetzt ist es ausgewachsen und braucht neue Jagdgründe. Da freut es sich über ganze Barken voll fetter Kaufleute. Cedric sagt, der Kairan sei vor etwa einem Monat aus den nördlichen Sümpfen gekommen. Cedric? Ein Elf und ehemaliger Skoyatel. Seltsamer Kauz, aber er weiß allerhand über die Gegend und das, was darin so lebt. Ich muss mich umschauen und ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Hexernachforschungen? Geheime Rituale? Mehr oder weniger. Ich rede mit den Kaufleuten über die Belohnung, besuche Cedric und melde mich dann. Du findest mich im Wirtshaus. Dort habe ich im ersten Stockquartier bezogen. Dort ist ein Bordell. Danke für die Warnung. Das Pogrom in Riva. Ich weiß wieder alles. Der Pöbel, abgeschlachtete Anderlinge, ein Junge mit einer Mistgabel. An was erinnerst du dich noch? An den Tod. Oder einen ähnlichen Zustand. Ich weiß nicht genau. Ich spürte, wie mein Leben entweicht. Ach, ich war dort. Nur einen Augenblick danach. Zu spät. Ach, das sind nur Erinnerungen. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Ist erst mein Gedächtnis zurück, finde ich Antworten auf viele Fragen, die die Gegenwart betreffen. Das spüre ich. Wie lebt es sich mit den Soldaten Roches? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen. Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Ich dachte, dass Roches Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Meine Mutter sagte immer, mach eine Lehre, Maurer oder so. Dann wird aus dir was Anständiges. Wohin so eilig, Freundchen? Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Okay. Also, dann spreche ich noch mit den Kaufleuten und kümmere mich dann gleich um das. Sei gegrüßt. Psst, Weißkopf. Ich habe einen Vorschlag für dich. Sei gegrüßt, Weißkopf. Ich suche nach einer bestimmten Rezeptur und du könntest mir dabei helfen. Ich bin kein Kräuterkundler. Ich weiß, wer du bist. Ich sag's direkt. Du bekommst ein stattliches Säckel Orins dafür. Ich helfe dir nicht. Psst, Weißkopf. Ich hab einen Vorschlag. Das ist nicht witzig. Wenn man eine Sache nicht annimmt, sollte man auch wirklich... Was willst du? Offenbar habt ihr ein Problem. Eins? Die Wege sind unpassierbar, die Wälder voller Banditen, den Hafen blockiert ein Wassermonster und jetzt wollen sie noch die Maut erhöhen. Gegen die Maut kann ich nichts machen, aber vielleicht gegen das Wassermonster. Hat die Zauberin auch gesagt. Kein Ergebnis. Sie hat mir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Und wer soll das bezahlen? Darüber verhandeln wir jetzt. Die Zauberin meinte, sie wird's allein schaffen. Wir haben ihr eine faire Belohnung geboten. Die könnt ihr euch ja teilen. Was von dir her, wenn du dich nicht vollziehst? Tja, wenn die Zauberin es nicht schafft, sitzt ihr mit euren Waren hier bis zum Winterfest. Die Verluste kommen euch teurer zu stehen als meine Hilfe. Viel Spaß. Warte doch mal. Sei doch nicht gleich beleidigt. Gut, Zeit ist Geld. Wenn deine Hilfe die Sache beschleunigt, dann bitte. Wir legen noch eine Handvoll Orens drauf. Mehr haben wir nicht. Abgemacht. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenn mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus? Dieser verschrobene Elf Cedric vielleicht. Angeblich weiß der eine Menge über Bestien. Wo finde ich den?
Im Dorf, nicht weit von der Mauer. Und jetzt lasst mich in Frieden. Und auf der Jagd.